Einen wunderschönen Dienstag. Willkommen zurück. Poly Bridge 2 mit der Mirror Mode Kampagne von Team Games. Wenn ihr die auch spielen wollt, die ID ist in der Videobeschreibung, wie immer. Und natürlich die aktuelle Welt auch oben links am Bildschirmrand. Seht ihr gerade meinen Mauszeiger nicht? Jetzt seht ihr ihn, hier oben. Level 3, 6 inzwischen gelöst. 5 von diesen 6 Leveln, First Try. Mal gucken, wie es weitergeht in 3, 7. Das ist das Level String Theory. Das sollte auf jeden Fall wieder ein First Try sein. Sofern ich es nicht komplett vermassle. Ich hoffe, euch geht es natürlich gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Freut euch auf das heutige Video, auf die heutige Episode. Ich konnte euch... ich kann nicht auf eventuelle Kommentare jetzt hier im Video eingehen, weil ich voll im Fieber bin und dementsprechend weit im Voraus aufnehme. Relativ weit im Voraus aufnehme. Deswegen, aber ich kommentiere natürlich dann eure Kommentare immer. Reagiere darauf. Hoffe eigentlich einfach, dass ihr weiterhin daran Spaß habt, an diesen Leveln. Auch wenn sie teilweise halt einfach sind, wenn man die Originallevel schon gespielt hat. Guck mal, wir haben mal eine Replay. Das ist ja cool. Teurer als meins. Ist von PlexiLP. Schön hier runtergebaut. Schönes Ding. Wir haben mal eine Replay gesehen. Freut mich. Nächstes. Man braucht nicht mal Split Joints für dieses Level. Ja, das ist... Man braucht vielleicht keine, aber man könnte sie ja trotzdem nutzen. Können wir nicht einfach so runterfallen lassen? Geht das nicht? Wenn wir hier und hier jeweils... Ja, da nicht, aber hier eine Straße hinmachen, damit er nicht auf die Brücke fällt. Glaube ich, könnte das sogar gehen. Die brauchen wir noch... Ah, es klappt leider nicht. Schade. Oh nein, die Serie ist kaputt gegangen. Oh nein. Nur ist dahin. Gucken wir mal, ob das hier schon reicht. Dass wir ihn einfach rüberfahren lassen. Und dann droppen. Und dann der andere auch droppt. Und im besten Falle dann eben einfach rüberfahren kann. Keine Ahnung. Ist natürlich nicht schön. Ist natürlich nicht schön, aber wenn es funktioniert. Ich glaube, er wird jetzt dummerweise hier aufprallen. Ja, ja, ja. Somit sollten wir ihn davon abhalten, auf die Straße zu prallen. Sodass er dann eben hier defällt und dann runterrutscht quasi auf die Straße. Weil der Typ fliegt drüber hinweg, der berührt das nicht. Und er wird jetzt dagegen fahren. Schade, nicht ganz. Ich fand die Idee aber echt nicht blöd. Die würde ich so gern verfolgen. Ich glaube auch nicht, dass das Taxi schwerer ist als der hier. Ja, ist er auch nicht. Wir geben ihm hier mal so ein bisschen Support. Man könnte es einfach mit Hydrauliken machen, ich weiß, aber... Man könnte es als ganz normales Level bauen, nur halt rückwärts. Aber das will ich nicht. Solange er den nicht berührt, ist alles okay. Sagte er, und er fährt voll drauf. So, lassen wir ihn mal runterfahren. Hey, da geht's doch, siehst du?
Ich wusste, das wird irgendwie so gehen. Oh. Es ist eigentlich... Es ist... Oh, es ist aber leicht verändert, oder? Kann das sein, dass es ein Pixel verschoben ist? Hast du da was geändert? Ich muss überlegen, wie war das hier? War das nicht einfach nur so? Und hier war auf jeden Fall eine Feder. Ich bin mir sicher, dass das hier exakt bündig war. Dass du hier und da nämlich eine Feder ohne Probleme hinmachen konntest. Ich bin mir sogar mehr als sicher. Weil mit Hilfe dieser Feder hier ist er nämlich nicht so weit zur Seite gegangen, glaube ich. Ich glaube, das hat er leicht verändert. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen ins Komprimierte rein. Damit er nämlich ein bisschen nach oben geht. Damit der Kollege Mopedfahrer seinen Checkpoint kriegt. Oder seine Checkpoints kriegt. Oh, du nicht. Na also. Bisschen Sorge, dass er hier jetzt zu tief ist für ihn. Aber es könnte schon beim Rechten der Fall sein. Ja. Ist es auch. Das heißt, wir müssen vorher höher drücken lassen als hinterher. Damit er von da eben runter geht und dann kriegt er ihn auf dem Hinweg. Und dann ist es in Ordnung. So, rechts sollte jetzt kein Problem sein. Links wird wahrscheinlich knapp. Oder nicht möglich. Das ist die Alternative. Ich vermute, er wird jetzt hier nicht weit genug runtergehen. Dann helfen wir hier... Würde ich sagen, so ein bisschen nach, indem wir die Straße eigenhändig verschieben. Damit er links jetzt tiefer kommt, jetzt kommt er rechts nicht mehr hin. Also rechts ist kein Problem. Links wird knapp. Knapp bis nicht möglich. Wir müssen dich übrigens auch hier ein bisschen gedehnt halten, anscheinend. Oh, das ist gar nicht gut. Direkt gesehen, das wird nichts. Ah, ich bin mir da bei dem hier nicht sicher. So, jetzt kommen wir hier wenigstens wieder hin und können die Lücke damit lösen. Vielleicht müssen wir hier noch ein bisschen ziehen. Aber er sollte jetzt beide Checkpoints kriegen. Ja. Okay. Wir ziehen dich ein bisschen weiter nach links. In der Hoffnung, dass die Lücke da kleiner wird. Jetzt hat er den ersten Checkpoint wieder nicht gekriegt.
Okay, ersten hat er, zweiten sollte er auch kriegen. Frage ist halt immer noch das Moped hier, gell? Schön. Schön. Yay. Na also. Es geht doch. Ich glaube, da brauchen wir auch keine wirkliche Replay von da lassen. Nummer 310. Das ist einfach nur Holz. Ich glaube, hier war das Problem das Budget. Weil das allein wird nicht halten. Das alleine auch nicht. Ist es nicht sogar so, dass man einfach hier oben höher bauen konnte und es hat funktioniert? Oder, nee, ich glaube, das war, man musste... Ah, es ging auch so. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, man musste hier einen Bogen machen und damit Muskeln. Aber funktioniert auch so. Ein weiteres, weniger Beschleunigungslevel. Ich weiß aber nicht, warum das weniger Beschleunigung haben sollte von sich aus. Ich glaube, das ist dann von Team Games angepasst gewesen oder worden vielmehr. Wir lassen die beiden mal hier laufen, weil ich sehe, wie sie fliegen. Okay. Also den ersten auf jeden Fall dahin schicken. Den zweiten auf jeden Fall höher schicken. Beide nicht hinbekommen. Machen wir es halt so. Eigentlich macht es sogar mehr Sinn, wenn wir hier weniger Feder machen. Gucken wir mal, ob wir den damit auffangen können. Immer noch nicht. Kriegen wir ja gar nicht gefasst hier. Jetzt brauchen wir die hier, glaube ich, nicht mehr. Ja, der kommt perfekt geflogen jetzt. Fliegt der ja nicht hoch genug. Ich will ihm hier eigentlich keine dritte Straße geben. Wenn ich da mal drüber nachdenke, weil ich ihm hier sonst den Weg so ein bisschen abschneide. Jetzt brauche ich den hier nicht mehr. Ich vermute, wir brauchen jetzt hier aber noch eine dritte. Eventuell kommen wir hier sogar auch ohne das mit, das aus und machen einfach nur den hier. Nee, tun wir nicht. Wir brauchen hier noch so ein kleines Stück Straße. Das will ich aber nicht. Das heißt, wir müssen den hier anpassen. Ich muss ihn hier drauf landen lassen. Der kommt gut. Der noch nicht. Der muss hier ohne Probleme drauf landen. Noch ein bisschen höher. Der sollte hinhauen. Ich vermute, die Landung links wird ein Problem darstellen. Der geht höher, als ich dachte. Ja. Es ist ein bisschen knapper geworden, als ich gedacht habe, ja. Aber ich glaube eher, dass wir das hiermit noch ein bisschen ausgleichen können. Nee.
Also es ist ganz schön, die ganzen Linien da zu sehen. Aber die machen wir jetzt mal weg. Ich will ihm hier eigentlich keine Feder hingeben. Ja, das würde mir den Aufpraller hier ein bisschen helfen. Also ich könnte damit besser auffangen. Aber das Problem ist halt, dass dann der Absprung des ersten wiederum beeinflusst wird. Und das will ich nicht. Haben wir ein neues Problem. Geld ist da, also machen wir da Stahl draus. Okay. Wahrscheinlich bricht jetzt das nächste. Ja. Du kommst noch darüber, oder? Auch nicht wirklich. Wir müssen das ein bisschen kürzen. Oder ich muss hier aber nur das Ding länger machen. Das macht mehr Sinn. Das heißt, wir machen den länger und gucken, dass wir das hier ein bisschen besser hinkriegen. Ja. Fast. Jetzt muss nur noch die Landung ein bisschen besser sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum das hier auf einmal so bricht. Wahrscheinlich, weil ich hier das Teil ein bisschen verlängert habe. Das mag er nicht so. Machen wir es einfach mal so. Mal gucken, wie du das hier magst. Budget ist eigentlich da. Ich denke, das würde auch so reichen. Nee, tut's nicht. Jetzt wären wir zu teuer. Okay, wir arbeiten uns irgendwie so ein bisschen ran. Na also. 1 und 2. Eigentlich ganz gut. Problem ist hier die 4, die Landung von dem hier. Aber jetzt haben wir das auch gelöst. Ja, nee. Würdest du bitte? Es sieht ganz cool aus. Aber ich habe das Gefühl, das wird nichts. Naja, ich glaube, wir sind jetzt in so einem Loop gefangen, der leider nichts wird. Also machen wir den noch ein bisschen höher. Na also, jetzt hat es funktioniert. Auch wenn es deutlich schneller ging als gewollt. So, jetzt haben wir es. Wunderbar. Oh, jetzt hast du ein Problem. Okay. Ah. Geschafft ohne Bruch. Wir können auch ins nächste Level reinschauen in 3.12. Auch wieder easy. Hydraulik-Level, ja. So heißt das. Entweder machen wir es mit einer Hydraulik oder mit zwei. Ginge beides. Ich glaube, wir machen es mit einer. Nur mit zack, zack. Wir lösen dich. Wir lösen dich. Das alleine reicht nicht. Aber wir gucken gleich mal. Wir machen hier von außen so schöne Halterchen hin. Ich habe kurz überlegt, ob wir es über so eine Spannung machen, die von rechts nach links geht. Da muss ich aber hier so einen Bogen bauen. Ich muss die Geschwindigkeit wieder etwas reduzieren. Das wird bei dem hier knapp. Aber erstmal gucken, ob die Hydraulik überhaupt hoch genug zieht. Wahrscheinlich nicht. Nee, tut es nicht. Wahrscheinlich sogar eher hier anziehen. Und dann würde es natürlich Sinn machen, hier noch so ein bisschen Stabilität mit reinzubringen, vor allem wenn wir aber das Budget haben. Das wird leider nichts. Abgesehen davon, dass das
hier ein Stück zu kurz war. Was ist denn aktuell hier sehr belastet? Alles. Das sieht doch gut aus. Wenn ich hier noch ein bisschen weiter rüberziehe. Komm, das würde ich heute noch gerne hinkriegen. Auf die Schnelle. Wahrscheinlich bricht es jetzt noch bei der Feuerwehr, weil die schwerer ist als der Krankenwagen. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Holz mit Stahl ersetzen. Oh nein. Okay, kein Problem. Da sehen wir noch eine andere Lösung. Die gucken wir uns doch einfach mal an. Teilen nach unsere. Ist nicht schön, aber sie funktioniert. Also bin ich zufrieden. Dann gucken wir uns mal hier diese andere an. Wir sind deutlich günstiger als wieder Plexi. Aber nur mit Stahl statt mit Holz. Und er hebt das Ganze an. Das ist auch schön. Funktioniert ja auch. So, nächste Episode kommt dieses Level dran. Der diagonale Elevator. Ich gucke mal ganz kurz, weil ich glaube, das geht einfach ohne Elevator. Ach ne, ich glaube, er berührt den hier nicht, gell? Ja, er berührt den leider nicht. Okay, wir müssen einen Elevator machen. Ich habe kurz gehofft, es wird ohne gehen. Aber es klappt nicht, weil er den Checkpoint nicht berührt. Aber ist nicht schlimm. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Am Dienstag mit der Mirror Mode Kampagne. Mittwochs wie immer die Weekly in Poly Bridge 3. Donnerstag Level aus dem Workshop von euch. Entweder Poly Bridge 2 oder Poly Bridge 3. Samstag, Sonntag, Master Mode in Poly Bridge 3. Bis dahin alles Gute, schönen Tag und auf Wiedersehen.